wir gucken uns das Video jetzt gerne an. Das habt ihr freundlicherweise submitted. There is this graph about the balance sheet of the European Central Bank and the money that is on there now. And here it is. What I would like to show our viewers. Das ist krass. Das hatte ich auch zur EZB mitgebracht. Das haben wir, glaube ich, aufgenommen. Das ist die Explosion der Europäischen Zentralbank Bilanz. Aber bei der Fed sieht es auch nicht anders aus. And ask the question about this. This is going over 8 trillion euros now. And isn't what you just told us about the cryptocurrencies, don't we see a gigantic bubble here on your balance sheet with the euro? Das ist krass. Also, dass er sowas fragen kann, also in dem Kontext, das ist schon krass. Sau gut. And isn't this graph very nerve-wracking? Well, I can tell you that there is zero crypto assets in the balance sheet of the ECB. Das war aber nicht die Frage. Das war nicht die Frage. Ich finde es geil, wie er so sein Kinn so anfasst und sagt so, das sieht aber nicht so gut aus. Tough. That I know. Point number one. Well, I just don't want any ambiguity about it. Yeah. Yeah, okay. But you have to think in terms of counterfactual. If we had not decided on March 18th, when we put together the pandemic emergency program and then subsequently increased the volume of commitment that we made to the European Union economies, we would be in a devastated situation. So I don't regret any of that move that we took on that day, which was 4 months into my job, to significantly increase the size of the balance sheet, because that's all we had. Yeah. Otherwise, the economy would have collapsed and it would have been even accelerated by a financial crisis. You had to do it. It was the COVID crisis. You say that's what we needed to do. But how do you get it? It will come. It will come. Das ist auf jeden Fall sehr confident zu sagen. Also wie die Frage ist, wie kriegt sie die Balance Sheet wieder runter? Es wird kommen. Ich würde einfach nur mal. Wir können uns das gleich nochmal diese Grafik nochmal im Detail angucken. In due course. Ja. Aber wie? Jetzt mal. How? Wie? In due course, it will come. Ja. Aber wie geht das denn generell? Ist einfach, du musst einfach nur die Anleihen, die du gekauft hast, die müssen so attraktiv werden, dass Leute die abkaufen wieder, oder? Na, im Endeffekt, also was ist, vielleicht nochmal ganz kurz erklären, was dahinter steckt. Im Endeffekt, die Europäische Zentralbank kreiert ja quasi Geld. Das ist ja die einzige Institution, die Geld kreieren kann, indem sie zum Beispiel sagt, wir machen jetzt ein Anleihekaufprogramm von x Milliarden. Das heißt, auf der so ein Balance Sheet ist ja, also eine Bilanz hat ja immer zwei Seiten, aktiv-passiv. Das heißt, auf der aktiv beziehungsweise auf der Passivseite wird halt einfach neues Geld kreiert, wenn du so willst, und davon werden dann Anleihen gekauft. Das heißt, so entsteht ja quasi diese Bilanz. Und hier sieht man halt die Bilanzsumme, dass sie halt immer größer, immer größer, immer größer wird. Und dieser Sprung, wo sie ja gerade drüber gesprochen hat, ne, dass sie das nicht regrettet, das war ja quasi im März 2020, also als die Corona-Pandemie gekommen ist, haben die das Pandemic Emergency Program oder sowas gelauncht, das PEP. Und mit diesem Geld haben sie ja, also das war quasi ein Commitment zu sagen, ich weiß nicht über wie viel Milliarden, aber war sehr viel. Muss man vielleicht, wenn es jemand hat, gerne in den Chat schreiben, wie viel das PEP-Programm war. Und davon wurden halt Anleihen gekauft. Und dieser Kauf der Anleihen mit Geld, was quasi kreiert wird, damit ist halt die Bilanz gestiegen. Und ich glaube, auch das hier ist nicht so unbedingt das große Problem. Also wenn man mal sieht, wie die Verhältnisse sind, ja, da hat sich ja quasi die Bilanzsumme quasi verdoppelt. Also wenn man sich mal die Höhe, angenommen, die Achse ist auf Null gesetzt, dann genau, also wenn die Achse hier nicht auf Null, das sehe ich jetzt halt hier nicht. Also jetzt auf einer Perspektive von Italien, du hast also Italien, du hast Corona, so die sind komplett, stehen komplett unter Beschuss und sagen, wir brauchen ASAP Kohle. Dann sagen die, wir hauen jetzt Staatsanleihen raus, EZB kauft die uns bitte ab. So läuft es nicht ab, aber die kaufen, im Endeffekt geht es auch wieder um die Yields, die wir hier erklärt haben. Finanziert kriegen, also du würdest dich finanziert bekommen als Land, das ist nicht das Problem. Die Frage ist halt nur zu welchem Preis, also zu welchem Spread. Habe ich Yield eben gesagt? Ich meinte Spreads. Yield, ja. Also ja, Spreads. Genau, also zu welchen Spreads. Das bedeutet, in so einer Pandemie, die Länder müssen sich halt verschulden, ja, und das ist ja völlig normal, weil die alte Schulden laufen ja auch aus. Und dadurch, dass die EZB sagt, wir kaufen diese Schulden, sorgt es dafür, dass die Spreads nicht auseinandergehen. Das heißt, dass italienische Schulden beispielsweise nicht teurer werden. Ne, weil es halt einen garantierten
Abkäufer auf dem Markt gibt. Das heißt, die EZB darf nicht direkt Anleihen kaufen, sondern es sind dann Banken, die kaufen, die ihnen dann das wieder verkaufen. Die kaufen das auf dem Kapitalmarkt an. Aber genau, und so ist halt die Bilanzgröße gestiegen. Und im Endeffekt, das große Problem sehe ich auch weniger hier, danach hat er übrigens auch gar nicht gefragt, sondern das Problem ist, dass du halt hier, okay, also 2012 rum, das war, wie gesagt, die Euro-Schuldenkrise, wurde die EZB-Bilanz ausgeweitet, aber danach wurde sie auch wieder reduziert. Das einzige Problem ist, dass das hier nicht mehr passiert ist. Also die Bilanz wurde nicht, also in Phasen, wo es gut läuft, muss die Bilanz auch wieder reduziert werden. Da muss die EZB quasi wieder ihre Wertpapiere auf dem Markt, auf dem freien Markt verkaufen, dafür Geld einkassieren und dadurch wird ja quasi Geld zerstört, weißt du? Das heißt, die entscheiden auch, ob die... Also aus dem Geldkreislauf genommen, sagt man eigentlich. Okay, das heißt aber, diese Wertpapiere liegen dann also quasi... Auf deren Bilanz, ja. Also okay. Die gehören der EZB sozusagen. Also wie dein Depot, nur mit dem Unterschied, dass du für deinen Kauf quasi kein Geld bezahlen musst. Kaufst du einfach. Das heißt, die müssen einfach nur peu à peu nochmal die Sachen, also ein paar Anleihen sammeln und auf den Markt schmeißen. Genau, oder halt auch gar nichts machen. Also sie können auch einfach aufhören zu kaufen. Dann werden Anleihen fällig, also kommen quasi, also laufen aus. Und eine 10-jährige Anleihe hat ja ein Ende. Und am Ende der 10 Jahre werden die Schulden ja zurückbezahlt. Mhm. Und das heißt, die EZB kriegt dann quasi Cash aufs Konto überwiesen und da sie quasi ein unendliches Cash-Konto hat und dieses Cash aufs Konto überweisen senkt also quasi die EZB-Bilanz so rum mal dargestellt. Genau, und das, was ja auch jetzt angekündigt wurde, ist, die EZB bringt den Leitzins wieder hoch, hat aber gesagt, das, was an neuer Kohle rein, also wir weiten jetzt nicht die Bilanz aus, um jetzt auf die Spreads zu drücken, aber das neue Geld, was reinkommt, damit kaufen wir halt vor allem stark verschuldete oder Anleihen von Ländern, die stärker verschuldet sind, sprich, die finanziell weniger stark dastehen. Ja, ich finde das interessant, den Link, den er macht zwischen der Krypto-Bubble und hier die EZB-Bilanz als Bubble darzustellen, finde ich schon sehr, sehr interessant. Er hat auch noch eine Nachfrage gestellt. But do you sleep at night when you see this? Sehr unangenehm. Of course I have to sleep at night. And I have to worry every morning. Yeah. Yeah, okay. Over here. I was wondering, do you own any cryptos yourself? Lol, das ist so eine Frage. No, I ganz, don't. Ganz stolz because auf deine Frage. I want to practice what I preach. I know how it works and I actually have a son who invested in cryptos. Yes. Wie geil. Ja. Ach stimmt, das hat mir irgendjemand gesagt. Der Sohn von Lagarde investiert in Krypto. Er weiß, wann der Money Printer goes. Das ist aber echt ein guter Punkt, by the way. Ich habe auch mit Isabel Schaber darüber gesprochen, inwiefern sie Homeoffice machen kann. Und die sind da super eingeschränkt, also solche Top-Leute in der Europäischen Zentralbank, weil die Problematik ist ja, du könntest ja abgehört werden oder sowas. Oder dass halt irgendwas liegt oder Freunde von deinen Kindern sind zu Hause und kriegen was mit und wissen dann, es steht ein Zinsanstieg an in Höhe von 0,5% statt 0,25%. Schon krass, ja. Gut, der wahrscheinlich so ein BlackBerry oder keine Ahnung. Gut, top secure vorne und so weiter, aber ja. Du, also, die EZB ist top secure, ja, das ja, aber weißt du, kannst du wirklich von jedem Mitarbeiter, der halt confidential information hat, also ganz normale Angestellte, die dürfen selbstverständlich im Homeoffice arbeiten, oder haben definitiv auch im Homeoffice gearbeitet, aber ja. I follow very carefully. And what have you taken away from that? That I would not put my finger in there. And he didn't listen to your advice? No. No. He's a free man. He is, yeah. Did he lose a lot? He wouldn't tell me. Wie alt ist Lagardes Sohn? Weiß das jemand? Söhne sind Mitte, Ende 30. Ja gut, okay. Dann genau, ich habe auch noch gerade rausgefunden, die Sohn ist 36. Also die hat zwei Söhne, 86 und 88 geboren. Ah ja, okay, gut. Ja, 86 und 88, das sind echt free men. Und das ist die in Krypto investieren. Kurzes Thema anschneiden. 0 BTC in der Bilanz, genau. Frage verdrehen und dann Talk über was anderes reden. Genau. Ja, das Thema anschneiden, Bitcoin hat sie ja. Wir haben keine Bitcoin in der Bilanz, ja. Gut, ich fand es jetzt aber nicht, dass sie krass versucht, der Frage auszuweichen. Das ist halt so. Teilweise sind die Fragen auch nicht so gut gephrased, dieses Do you sleep at night? Das ist halt eher so ein. Ja, ich finde das schon berechtigt. Also ich meine, wenn du in so einer Position bist, musst du dich halt einfach rechtfertigen. Punkt. Also ich meine, ja. Wie sie wird bei Kryptowährungen nie die Demografie thematisiert. Die westliche Bevölkerung ist sehr alt, durchschnittlich Ü40. Somit liegen die meisten Gelder gerade bei denen, die sich damit nicht befassen. Siehe Lagarde. Guter Punkt. Ja, ist ein guter Punkt. Du denkst also, Krypto ist so eine Zukunftstechnologie, wo die jungen Menschen sich damit beschäftigen und je mehr junge Menschen quasi älter werden und somit Geld verdienen, desto größer ist das Potenzial. Klar, ist auch das, was ich in El Salvador, by the way, gesehen habe. Also die jungen Leute beschäftigen sich deutlich mehr mit die
mit Bitcoin und Krypto insgesamt als die Älteren. Das ist ganz klar. Das wäre ja auch in Deutschland so, ich meine. Und teilweise, manchmal habe ich das Gefühl, auch mehr als mit Aktien. Ja, das stimmt. Also das sehe ich in Frankreich sehr stark. Ja. Die Frage ist nur, ob du auf den Geschmack kommst, weil du einen Cousin hast, der irgendwie krasse Renditen gemacht hat. Oder ob du einfach denkst, so, okay, das ist eine Technologie mit Potenzial, da würde ich beim einigen, die jetzt Anfang 20 sind, doch schon, hätte ich schon ein paar Zweifel, dass die, also sich mit der Thematik zu beschäftigen, heißt nicht in den Coin den Dip zu buyen, sondern ja, mal ein White Paper lesen oder sich mal ein bisschen informieren und so weiter. Ist halt echt so, so das Problem, aber ja. Ja, so ist das. Also ja, ich hoffe, dass, also ich glaube, die Get-Rich-Quick-Phase ist jetzt vorbei und da haben die Leute jetzt mal ein bisschen gesehen, dass man es vielleicht ein bisschen more long-term sehen muss. Aber ja, auf jeden Fall, Demografie ist ein guter Punkt. Vielleicht wird die Demografie nicht berücksichtigt, weil eine demografische Entwicklung ja extrem lang ist. Ne? Also, dass eine Bevölkerung quasi 10 Jahre voranschreitet, dauert halt 10 Jahre. Ne? Und dass die heute 30 sind oder sagen wir mal, die heute 20 sind und eine große Affinität zu Krypto haben, 30 werden, im Berufsleben stehen, Einkommen haben und so, dauert halt 10 Jahre. Vielleicht ist das eine Perspektive, die im Krypto-Umfeld einfach zu langfristig ist oder nicht gefällt, ja. Alles möglich. Übrigens, vielen, vielen Dank für dieses gute Video, ja, was wir zufälligerweise hier reingepostet gekriegt haben von der EZB-Bilanz. Ist auch perfekte Länge, so genau das, wo man schön viel sagen kann, ohne dass man jetzt eine Dreiviertelstunde in einem Video festhängt und ja. Genau, und euch 3/4 Stunden lang langweilen müssen. Ich hoffe, dir hat dieses Reaktionsformat gefallen. Jede Woche schauen wir uns gemeinsam live auf Twitch mit der Community Videos zum Thema Finanzen an. Einige Highlights aus anderen Videos findest du hier oder hier. Und wenn du die zukünftigen Highlights aus unseren Streams nicht verpassen willst, dann solltest du auf jeden Fall Überfluss abonnieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.